Der Eugen hat die Wunschmaut der CSU gekippt. Nun fordert die Opposition eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses, um Klarheit über die bereits geschlossenen Verträge zu erlangen. Punkt das für. Die deutsche Pkw-Maut. Der Ulk hat die Hoffnung auf eine Maut in Deutschland gekippt. Für die CSU ist das ein Tiefschlag. Der verantwortliche Minister Scheuer erklärte noch nicht, wie es weitergeht. Auch Kanzlerin Merkel ließ das künftige Vorgehen offen. Aktualisieren. Juli 2019, 17:31 Uhr. Wegen der gescheiterten Pkw-Maut fordern Grüne, Linke und FDP eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses noch in der Sommerpause des Bundestags mit Minister Andreas Scheuer, CSU. Die Oppositionsfraktionen beantragten am Montag eine Sitzung für diesen Mittwoch. Notfalls könnte sie alternativ am 24. Juli stattfinden. Ein Abwarten bis zum Beginn des parlamentarischen Betriebs im September sei aufgrund der unmittelbaren Haushaltsrelevanz der gekündigten Verträge. Mit den vorgesehenen Mautbetreibern nicht möglich, heißt es in einem Schreiben an den Verkehrsausschuss, das der deutschen Presseagentur vorliegt. Linke Fraktionsgeschäftsführer Jan Koppel sagte, es gelte unverzüglich herauszubekommen, wie viele Steuermittel noch gezahlt werden müssten. Um aus den Verträgen herauszukommen, außer den schon in den Sand gesetzten Millionen. Um größeren Schaden abzuwenden, muss das Parlament die Bundesregierung offensichtlich zur Arbeit zwingen, FDP-Verkehrsexperte Oliver Luxig. Sagte, Scheuer müsse für eine Rechtsprüfung die Vertragspassagen zur Kündigung und zu möglichen Schadensersatzansprüchen vom Geheimschutz. Befreien und interne Vermerke den Abgeordneten offen bereitstellen. Die FDP hatte von Scheuer weitere Informationen verlangt und dafür eine Frist bis vergangenen Freitag gesetzt. Die Grünen erwarten bis diesen Mittwoch Antworten auf einen eigenen Fragenkatalog. Im Raum steht auch die Drohung mit einem Untersuchungsausschuss. Die AfD als größte Oppositionsfraktion hat dies zuletzt als überzogen bezeichnet. Nach Mordflop. Scheuer wird im Bundestag. Verhört, Özdemir mit Forderung 13:43 Uhr.
Nach der Befragung von Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, im Verkehrsausschuss des Bundestages. Hat die SPD-Fraktion rasche Klarheit über die finanziellen Folgen durch das Aus für die PKW im Ort gefordert. Es muss jetzt eine zügige Einigung mit den privaten Unternehmen geben, wie hoch die Schadensersatzansprüche sind, meinte Fraktionsvize Sören Barthol. Langwierige Auseinandersetzungen in Schiedsverfahren mit explodierenden Kosten für Rechtsanwälte müssen verhindert werden. Barthol kritisierte, es sei eine falsche Entscheidung. Scheuers gewesen, nicht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten, sondern schon Fakten zu schaffen. Scheuer hatte die Verträge mit den Unternehmen Kapstrafe.com und CTS Event im Oktober 2018. Geschlossen und nach dem Urteil vergangene Woche gekündigt. Dem Punkt drohen und Schadenersatzansprüche. Scheuer sprach bei Sitzung des Verkehrsausschusses im Bundestag über das Scheitern der PKW im Ort 12.19 Uhr. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat an der Sitzung des Verkehrsausschusses im Bundestag teilgenommen, um unter anderem über das Scheitern der PKW im Ort und die Folgekosten zu sprechen. Der CSU-Politiker kam am Mittwochvormittag im Bundestag an und äußerte sich zunächst nicht öffentlich. Erst wolle er die Parlamentarier informieren, sagte er. Scheuer steht unter Druck, nachdem der Europäische Gerichtshof EuG vergangene Woche die geplante PKW-Maut für rechtswidrig erklärt hat. SPD und Opposition werfen ihm vor, bereits vor diesem Urteil mit den geplanten Betreibern Kapsch und CTS Event im Verträge geschlossen zu haben, die er nun gekündigt hat. Es könnten Schadenersatzforderungen auf den Bund zukommen. Zudem ärgern sich Abgeordnete, dass sie diese Verträge zwar an der Geheimschutzstelle des Bundestags lesen, können, aber nicht öffentlich darüber sprechen dürfen. FDP und Grüne denken laut darüber nach, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. PKW laut. SPD-Opfer Lühmann spricht von Strafzahlungen der SPD-Opfer M. Ausschuss Kirsten Lühmann sagte, es werde Strafzahlungen und Auseinandersetzungen im Rahmen eines Schiedsverfahrens geben. Es stellt sich uns natürlich schon die Frage, wieso dieses Risiko eingegangen ist. Die EU-Kommission habe zwar grünes Licht gegeben, aber dass das Gericht anders entscheiden könne, sei klar gewesen. Unterstützung kam von Scheuers Parteifreundin Daniela Ludwig. Scheuer habe schnell und juristisch wasserdicht reagiert. Hätte er mit der PKW-Maut auf das Urteil gewartet,
und es hätte grünes Licht gegeben. Hätte man ihm auch Vorwürfe gemacht. Der Ausfall der Einnahmen aus der Pkw-Maut dürfte nicht dazu führen, dass Straßen und Schienen nicht gebaut werden. Die Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister laufen diesbezüglich. Wie wir diese Ausfälle kompensieren, können Sie erwarten von Olaf Scholz, SPD, eine gewisse Kooperation. Journalistenverband fordert von Scheuer Veröffentlichung der Mautverträge 1141. Der Deutsche Journalistenverband, DIF, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, aufgefordert, die Verträge zur Pkw-Maut öffentlich zu machen. Nicht nur ausgewählte Bundestagsabgeordnete, sondern auch die Hauptstadtjournalisten müssten Gelegenheit bekommen, die Verträge einzusehen, forderte. Der DIF-Vorsitzende Frank Überall am Mittwoch. Dass der Verkehrsminister auf das gerichtliche Verbot der Pkw-Maut mit Geheimniskrämerei reagiert, ist völlig unangemessen. Scheuer. Kündigte am Dienstag an, er werde die Verträge in der Geheimschutzstelle des Bundestags auslegen. Abgeordnete können die Unterlagen einsehen, sind aber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das kann nur ein erster Schritt sein, erklärte der DIF-Vorsitzende. Folgen müsse die Offenlegung der Unterlagen, und zwar schnell. Scheuer nimmt am Mittwoch vor dem Verkehrsausschuss des Bundestags Stellung zu den Verträgen. Pkw-Maut. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wird verhört ob der DIF 26. Juni 2019, 7.10 Uhr. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer muss an diesem Mittwoch im Bundestag Fragen zum Aus. Für die geplante Pkw-Maut und zu den finanziellen Folgen beantworten. Der CSU-Politiker steht am Vormittag in der Sitzung des Verkehrsausschusses Rede und Antwort, auch im Haushaltsausschuss will er Auskunft geben.